Der Antoniushof im hessischen Fulda. Hier geht's den Kühen noch richtig gut, hier gibt's Platz und jede Menge leckeres Gras zum Futtern. Doch nicht nur den Kühen geht's hier gut, sondern auch den vielen tausend Lebewesen, die von dem abgefressenen Gras und dem Dung der Tiere profitieren. Eine Vielfalt an Arten erleben wir auch in der hiesigen Gärtnerei. Martin Günzel kümmert sich darum, dass seine Tomaten auf einem gesunden Boden wachsen und reifen können. Ja, wir arbeiten ja nach den Biolandrichtlinien und da ist das ein zentraler Punkt, dass wir auch die Vielfalt im Boden, überhaupt im Pflanzenwachstum, dass wir die kennen und auch entsprechend arbeiten. Das heißt zum Beispiel im Boden ist das Bodenleben vorhanden. Da sind in einem Gramm Boden, nur mal so um eine Zahl zu nennen, sind über 1 Milliarde Pilze und Algen und andere Kleinstlebewesen drin. Dass der Ökolandbau beim Erhalt der Artenvielfalt eine besondere Rolle spielt, weiß auch die hessische Umweltministerin Priska Hinz. Also der Ökolandbau ist natürlich besonders wichtig, weil er schonend arbeitet, keine Pestizide einsetzt, nicht so intensiv wirtschaftet und dann hat man hinterher weniger Reparaturarbeiten. Eine solche vielfältige, offene Landschaft brauchen wir für die Biodiversität. Damit Vielfalt auf den Äckern gefördert wird, muss vor allem in Brüssel einiges getan werden. Schließlich werden hier die Gesetze in Europa gemacht. Wir verteilen relativ viel Geld, 55 Milliarden im Jahr. Und man muss leider sagen, dass viel Geld falsch ausgegeben wird. Das heißt, wir müssen uns in eine Richtung lenken, wo wir in der Landwirtschaft was verändern. Das heißt, das Ziel muss sein, öffentliches Geld tatsächlich für öffentliche Leistungen ausgeben. Und öffentliche Leistung ist zum Beispiel auch, dass man die Biodiversität schützt. Wenn das gelingt, werden auch die Leistungen von Martin Günzle und dem Antonius-Netzwerk stärker honoriert. Und das ist für alle gut. Für Mensch, Umwelt, Tier und Pflanze.